Die Abenteuer gehen weiter, immer weiter. Zurück bei Pokémon Legend Arceus mit einem finsteren Himmel. Und ja, hier oben wird es tatsächlich immer finsterer. Das gefällt mir nur bedingt, muss ich zugeben. Und ich würde sagen, wir machen uns direkt auf den Weg. Oder fast direkt, nehme ich mal ganz kurz noch hier hin. Und noch ein Item holen. Ich denke mal, mit Damiplex. Damit hier, Entschuldigung. Sind wir da doch relativ fix da. Was mir auch gefallen ist jetzt im neuen Pokémon, weil es gibt doch mittlerweile ein paar Pokémon, hä, alle zusammen. Oh, das ist ein Elite Luxtra. Gibt es mittlerweile auch einige Pokémon und ich muss zugeben, ich habe irgendwann ab der vierten Gen, also bis in die vierte Gen, habe ich einen noch drauf gehabt. Aber dann irgendwie so. Oh, Hilfe, gerade verschluckt. Das ist nicht gut. Ja, sagen wir ab der fünften Gen in dem Fall. Aber irgendwann Mühe gehabt mit den Namen neuer Pokémon. Einige waren kein Problem, andere so, wie sieht das denn aus und so und geht irgendwie nicht und so. Ich muss sagen, jetzt auch hier mit den neuen Pokémon, ich sage jetzt mal mit den Entwicklungen bekannter Pokémon früherer Generationen oder auch natürlich den Hisui-Formen, also Entwicklungen Hisui-Formen, da geht es bedeutend besser. Schon faszinierend, wa? Aber das ist wirklich erst ab der 5. Gen bei mir anfangen. Eben so, erst bis 4. Gen gar kein Problem. Kann ich alle Namen, immer noch. Gut, mein, waren auch noch nicht so viele Namen, ne? Waren erst so 493 Pokémon, sag jetzt mal. Und ab dann, sagt mein Gehirn so von wegen, jetzt ist langsam genug. Das macht man schon interessant, das Ganze. So, das ist nochmal sogar eine ganz kleine Info. Was ist denn jetzt los? Okay, dachte gerade, hä? Bin ja schon gelandet, warum? Zuerst dachte ich von wegen Fundsachen vorm, okay, es geht nicht, weil ich nicht online bin. Und dann aber gesehen, hä, der zweite Tab ist ja für zum Speichern, der ist auch nicht da. Warum brauche ich eine Online-Funktion zum Speichern an dem Spiel? Also kann ich, wenn ich in der Luft bin, gar nicht speichern, wa? Also hier oben nichts machen. Gut, Speichern macht Sinn. Das andere eigentlich auch. So. Also, Freunde, es geht weiter mit dem Training. Also, zumindest einigermaßen Training, mal ganz ehrlich. Weil Pokémon wie Ursaluna sind natürlich schon heavy-mäßig unterwegs, man. Ursaluna ist sowieso eine Power, die ist nicht von dieser Welt. Aber kein Wunder, man. Ursaring hat ja schon eine gewaltige Power. Jetzt natürlich hier mit der Entwicklung Ursaluna. Man kann es vom Aussehen sagen, was man will. Und ich finde es persönlich jetzt schlecht, dass das Vieh auf vier Beinen geht. Und jetzt pennt. Nach irgendwie so, die Farbe generell finde ich auch nicht so schlecht, aber was soll das im Gesicht sein? Der Vollmond, ja, macht Sinn, finde ich auch cool. Aber dass es irgendwie, es teilweise irgendwie Dreck ist um die Augenbrauen herum, was es auf der Nase drauf hat, sorry, verstehe ich nicht. Du bist müde, wa? Entschuldigung, Kumpel, kannst weiterpennen. So, ein Electek, so, ja, doof, wa? Da kommen schon wieder zum Zuge. Kannst du auch Fiskog einsetzen? Ja, komm, ist der Stahldrache, also. Ja, wir müssen mit der Hauptstory weitermachen, Freunde, weil die Musik geht mir sowas auf den Sack mittlerweile. Weil so eintönig. Dann haben wir Drachenpuls. Auf stark, vielleicht reicht's ja. Natürlich nicht, warum auch. Oh, wir können schon wieder, okay. Zum Glück ist Drachenpuls in dem Spiel eine Attacke, die immer trifft. Die Aurasphäre. Warum? Kein Plan. Aber ist halt so. Er bleibt für... Oh, Tornupte schon wieder. Du hast eine Elite. Die wollte ich aber gerade gesehen im Augenwinkel. Ach du Scheiße. Tja. Zumindest ein bisschen höhere Defensivkraft, das schaut ja auch nicht.
Und Speedoran. Ein bisschen Speed muss sein. Alter, wie weniger Schaden das macht. So. Okay, dann darfst du den noch platt machen. Das Elite Voltec macht dann, glaube ich, Ursaluna platt. Ich könnte es zwar auch fangen, aber wir haben schon eins gefangen und ganz ehrlich, muss er nicht übertreiben. Ja, für Pokédex und so, ja, mein Gott, das kann ich ja sonst mal noch machen, also. Ja, kein Thema, Freunde. Ich frage mich, ob das ein Bug vom Spiel ist. Dass die Hintergrundmusik sogar in Kämpfen noch da ist. Also nicht wechselt. Ja, super. Das glaube ich eventuell nicht dann. Mhm. Ihr merkt schon. Boah. Ja, gut. Sorry, Kumpel, muss man ganz kurz auswitchen. Ja, Xantor, komm. Hohe Volltrefferquote, bin ich eigentlich immer Fan davon. Wenn die Defensive. Ja, mal gucken, mal, vielleicht geht es vielleicht Reiz auch. Doppelte Volltrefferquote. Oh, jetzt kommt der auch noch mit dieser Scheiß-Donnerwelle. Was ist denn los mit euch? Na klar, nicht trifft mit seinem Scheiß-Donner. Ich glaube, es hackt. So, komm, der hat auch eine hohe Volltrefferquote. Plus Stab. Ja, danke schön. Trotzdem kein Crit, nur mal so angemerkt. So. Nur ganz kurz meinen Pokédex-Eintrag checken von dem Vieh. Hm. Ich war gefangen. Ja, okay, aber mit Attacke vom Typ Boden besiegt. Mhm, geht da noch etwas drauf? Okay. Ja, bin ich schon auf Level 10, von dem her. Ja, Freunde, Herrscher gegen Herrscher. Oh, der hat sich auch einen Eishieb drauf, wa? Ne, Feuerschlag. Okay. Natürlich in der Verbrennung rein. Alter, willst du mich verarschen? Senkt eine Verbrennung hier auch die Offensivkraft? Jo. Da tut es. Ich meine, das war ein Volltreffer plus Step noch, plus Schwäche. Oh, mein Name ist Ursa. Mein Name ist Ursa. Ursa, Ursa, was für eine Ursache. So, komm, Axanto. Hat einen Größenunterschied. Aber war halt ursprünglich mein normales Sichler, war kein Elite-Sichler. Das war knapp. So, natürlich haben wir noch ein bisschen Leistungsamt bekommen. Dem wollen wir uns auch etwas leisten, nicht wahr? Im aktuellen Team. Ja, KP höchstens. Axanto, du hast ja auch schon viele Power auf Angriff drauf. Mhm, mhm. Passt zwar für mich. Viscogo. Machen wir momentan auch nicht viel mehr. Da sowieso nicht. Waschakwil, bei dir können wir ein bisschen auf KP machen. Viscogo, ich hätte bei dir gerne noch ein bisschen mehr Defense. So, mal zusammen für später. Sehr gut. Ich habe einen Top-Beleber dabei. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. Für später. Dann gibt es noch einen Hypertrank. Reicht fast. So, noch einen. Reicht auch fast. Jetzt hier noch einen. Reicht auch fast. Alter, was wir mit Falle für KP haben. Ein riesiger KP-Monster. So, dann ganz kurz nochmal durchswitchen. Na, momentan Viscogo das Schwächste. Zusammen mit Waschakwil. Ansonsten das Team. Immerhin schon mal Level 60 als Minimum. Unser aktuelles Team. Wa? Wir haben noch andere Elite-Pokémon auf den Boxen, die auch ein nicht zu verachtendes Level haben.
So, da fahren wir so rein und werden noch aufgehalten. Weg da, so. Alles klar bei dir? Wie gesagt, weiß ich nicht, ob das noch immer gilt. Könntest du das mal überprüfen? Lass niemandem passieren. Ja, Michael ist eine Ausnahme. Oha. Das sieht schon ziemlich nach Finale aus, Freunde. Was? Hallo, nimm's doch mit. So. Das ist aber nicht Mbuku, wa? Wer kommt jetzt? Was? Er? Oha, du weilst also noch unter den Lebenden. Tut mir leid, dass ich die heiße Kost vorerst dich machen musste. Ich würde auch viel lieber weiter Kartoffelmochi servieren. Aber den Buko, dieser Lump, hat mir dazu verdonnert, die gesamte Lebensmittelversorgung hier zu schmeißen. Ach, meine Arme, all den Knochen. Doch genug gejammert. Jetzt hat Arbeit erledigt. Wenn ich schon mal da bin, dich erledige gleich mit. Was? Du kannst kämpfen, Alter? Ich bin dem Bokus Problemlöser. Okay. Also ich höre, dass du die Königin und Königin besänftigt hast. Was hat das mein Herz, mein Blut in Wallung gebracht? Mein Herz sprang mir fast aus der Brust. Meine Ninja-Künz waren schon dem Verfall geweiht, doch nun haben sie einen würdigen letzten Gegner gefunden. Mubeshi? Was denn das jetzt? Die Musik, na endlich mal! Oh, ein Traummagie. Oh, das könnte spannend werden. Mit 4 Pokémon. Level? 51, okay. Oh, Schwein gehabt. Okay, Kumpel. Erstmal, wie gehabt. Defense und Verstecken, bitte. Jo. So, und jetzt mal einen Drachenpuls hinterher. Trifft sowieso immer. Jo, das sieht gut aus. Spukball geht daneben. Haha. Mubeshi, Ninja. Du siehst aus, Alter. Du kannst gar nichts. Jo, ja, so wirst verlieren. So schnell schon wieder, Alter. Schnell es hier immer geht. Kampfgift, das sehe ich nicht gerne. Ach, der wird seinen Scheiß rumzukippen, ganz ehrlich. Natürlich, zweimal Ruckzuckieb plus der Scheiß Nahkampf. Und ein Tempo-Technik dazwischen. Ich meine, klar ist Nibos schnell, aber das ist übertrieben, Freunde. Sorry. Aber jetzt echt mal. Ja. Sorry, Sniboss, aber Kampfgift, vierfach Schwäche, das war's. Was kommt nun? Garde war Psychofee. Oh, das könnte länger dauern. Aber jetzt. Die nehmen diesen Kacke. Das kannst du jetzt so oft angreifen, Alte. Was ist los mit euch? So, komm. Aber jetzt auch Kahn einsetzen, ist wieder gekillt und ich habe keinen Stark-Move darauf. Ja, super. Hätte klappen können. So, darf er auch wieder? Ah, darf auch wieder. Cool, wenn ein Item einsetzt, darf ich auch wieder. Das ist nochmal gut zu wissen, dann halte ich mal ganz kurz Viscogor. Dann geht es mit mir darum, dass sie auch mal ein paar Erfahrungspunkte kriegen. Das ist schlimm hier. Versucht trotzdem. Ja, komm, weißt du was?
Mach mal Tempo Ruhe Ortus, was bringt? Ich weiß es nicht, ey. Besser angegriffen, war. Naja, er besser auch keinen angesetzt. Wirkungslos. Ja, er hat irgendwas keinen Stahlmove drauf. Aber überhaupt was gegen Feen? Ah, natürlich, Hund als Clown hier. Entschuldigung, mein Fehler. Defensiv-Boost drauf. Da gehe ich lieber auf Krafttechnik. Psychokampf. Oh, super. Tschüss. Ja, was machen wir? Psychokampf. Ja, kaum Tonuptor. Das ist lange nicht mehr im Einsatz. Muss ich aber trotzdem ganz kurz nochmal Waschgewill zurückholen, weil der braucht noch ein paar Erfahrungspunkte. Und nun, Freunde. Immer normal, komm. Phantomparade! Oh, cool. Jo, das wirkt immer noch. Sehr gut. Wieder alle geheilt und so weiter und so fort. Bis auf Sneebos. Dann kriegst du natürlich noch ein paar Punkte. Ich würde mal sagen, Freunde, beenden wir es mit Flammenwurf. Danke, Isui Tornupto. Und das war's. Kampfende. Alle kriegen Erfahrungspunkte. Cooler Kampf übrigens. Aber das war cool. Damit hat er jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass der auch noch irgendwie auftaucht und sogar was drauf hat. Eine beeindruckende Darbietung. Nur ein närrischer Ninja würde sich immer wieder an einem Gegner versuchen, den er nicht zu bezwingen vermag. Und eigentlich finde ich dich gar nicht so übel, muss er zugeben. Vor allem, weil du dich so gut aufs Kämpfen verstehst. Nun spitze Lauscher, Michael. Pokémon sind furchterregende Kreaturen. Den Boku und ich. Wir beide haben mit ansehen müssen, wie tobende Pokémon unser Heimat in Schutt und Asche legten. So viele unserer Brüder und Schwestern ließen dabei ihr Leben. Oh, das ist hart. Aus diesem Grund will den Boku hier in Hisui ein Refugium errichten. Hä? Das hat die Attacke, die Viscogo drauf hat. Ein Ort, in dem wir in Harmonie und Eintracht leben können. Dieses Ziel zu erreichen, dürfen wir auch vor drastischen Maßnahmen nicht zurückschrecken. Das ist aber falsch. Angenommen, ein Pokémon schlüpft durch den Riss im Himmel. Es könnte gut sein, dass den Pokémon dabei prompt alle Vernunft fahren lässt. Wir bringen den Expeditionsleiter zur Raison. Soll es soweit kommen. Notfalls mit roher Gewalt. Wenn das für mich tust, darfst du dir auch den Bauch nach Herzenslust mit köstlichen Kartoffelmochi vollschlagen. Und dabei kacken wie ein Weltmeister. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ein cooler Kampf. Bin wieder geheilt. Jo, danke schön. Puh. Die Symbole. Ich schaff's einfach nicht, da alle Pokémon zu entziffern, die da drauf sein sollen. Das da oben in der Mitte wird natürlich Manaphy sein. Links davon ist vermutlich das Regigigas. Da werden vermutlich die drei Seen-Pokémon drauf sein, weil links oben ist auch sicher Tobutz. Das rechts unten einer der Könige, also sprich ist das Dressella? Ist Hui Dressella? Da links unten haben wir das Gefühl, das sieht aus wie der Akrai. Kein Plan, ey. Egal, machen wir einfach mal weiter. Wir müssen den Boku beruhigen. Der Typ hat sie nicht mehr alle. Also nein, ist er schon ein guter Typi. Eigentlich momentan spinnt er ein bisschen.
Tatsache, Freunde. Das ist der Sinnoh-Tempel. So scheiße kalt hier, wa? Und ja, endlich sehen wir mal in ganzer Pracht. Hier ist so, wenn die Diamant Perlo schon zerstört wurde. Vielleicht zerstört Wien ja gleich, das könnte natürlich auch sein. Oh! Diamant Perla und wo. Ist er noch da? Was bist du hier? Was noch etwas? Ja, Pokebälle, weil ich will mir natürlich Ding von ihm schnappen. Eine Pokémon will ich ihm wegschnappen, genau. Obwohl, es könnte natürlich sein, dass jetzt irgendwie nachher zum Kampf gegen legendäre Pokémon kommt, die ich vielleicht auch fangen kann. Da will ich natürlich nicht riskieren, was? So ein paar Dinger schnappen. Ein paar Hyperbälle. Sonst noch jetzt mal gesagt, speichern mal noch. Hab ich hier auch soweit alles aufgenommen, sehr gut. Und quatschen wir doch beiden. Hey Leute, na was geht ab? Du musst die rote Kette zum Gipfel bringen. Der Schatten des Pokémon, der auf dem Gipfel erscheint. Ich denke, das könnte ein sehr würdiger Sinnoh sein. Nur du kannst dich ihm stellen. Also jetzt, wo sich das ehrwürdige Sinnoh uns endlich zeigen wird, legt der Expeditionsleiter uns Stein in den Weg. Ist es wirklich schon Palkia und Dialga? Ja, warum eigentlich nicht? Weil für Arceus wäre es viel zu früh, da kommt sicher erst, wenn ich den Pokédex komplett habe oder so. Und Giratina glaube ich jetzt irgendwie auch nicht. Ja, mal gucken, was haben wir da für Statuen? Da ist Damitir und da ist Axantur, hä? Okay. Mit euch bald noch quatschen, was direkt losgeht? Nein, natürlich nicht. Oh, du bist es. Ganz genau, wir sind's. Und wie es weitergeht in diesem epischen Finale, Schrägstrich Semifinale, keine Ahnung, was noch alles kommen wird. Bei Pokémon Legend Arceus, diesem will es mehr. Das nächste Mal. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis dahin, ciao zusammen.